Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Wochenanfang. Draußen das Wetter, absoluter Untergang, also kann man sich gar kein schlechtes Gewissen einreden, wenn man einfach drin sitzt und zockt. Deswegen gibt es heute eine Runde We of Carve Farm Under the Turret and Poke and Farm. Es gibt eine Runde Talon mit Gehirn, das heißt, wir sind im Ranked, wir sind auf Main, wir geben Gas. Wir spielen gegen Zoe und heute machen wir tatsächlich ein Experiment. Ein nicht soziales Experiment, sondern ein Summoner-technisches Experiment. Denn grundsätzlich, es sieht folgenderweise aus. Wir spielen gegen Zoe. Gegen Sö. Und gegen Sö habe ich sehr, sehr viele Probleme. Bedeutet, beziehungsweise Unterschied. Es kommt erstmal drauf an, wie gut die Sö ist. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgeguckt. Da gibt es nämlich extreme Unterschiede. Es gibt diese Godlike-Sö, die sich komplett bumsen. Und dann gibt es die, die komplett Müll sind. Und grundsätzlich gibt es aber das Problem. Also, man kann Sö töten, aber nur mit Flash. Ne? Also, zumindest bis Level 6. Ab Level 6 geht es hier und da, ist aber schwer. Das große Problem ist nämlich hier. Springen wir mit unserer Q auf den Gegner drauf, werden wir gebabbelt. It's as simple as that. Na, das heißt, es ist ziemlich scheiße. Wir können nie wirklich auf sie draufspringen, außer wenn wir halt eben diese Bubble flashen. Oder irgendwie was Sneakiges mit unserer Ult machen, aber selbst das ist nicht ganz einfach. Das bedeutet, ich habe mich jetzt mal für Cleanse entschieden. Das heißt, wir haben kein Ignite, was nicht ganz so geil ist, weil Talon ist natürlich ein Ignite-Monster und das tat weh. Aber vielleicht ist es ja all over, ne, Look Support, man kennt's, wieso lauft ihr denn auch durch den Busch, wie dumm muss man denn sein? Ne, aber die Integra, schade, ne, nevermind, ich brauche noch einen Minion, hab mich verguckt, ich dachte, ich werde Level 2. Deswegen, ne, müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze hinkriegen, haben schon ziemlich viel Poke bekommen, deswegen nehmen wir mal hier eine Q zum ein bisschen heilen. Ne, da könnt ihr ja immer sagen, da sagen ja auch die Leute ganz oft, Tobi, ne, was, wie soll ich als Nahkämpfer gegen Fernkämpfer spielen? Das ist immer, ja, ist nicht so einfach zu sagen tatsächlich. Oh, das war schon die Bubble. Minion! Oh, nice, haben wir bekommen. Man muss halt abwägen, was ist einem Mehrwert. Man investiert quasi Leben für Gold, ne? Willst du jetzt das Geld, beziehungsweise, ne, oder brauchst du eher das Leben? Na, hier oben ist, also ich könnte Auto-Tech Q, Auto-Tech, Babadabab, nicht einsammeln, Bruder! Ja, aber das geht, glaube ich. Also, das sollte gehen. Ja, das ist gar nicht so bad. W, Auto, Tech, Q, Auto. Ich bin der fetteste Fettmann in Fettland. Geil, Alter. 2-0. Ja, also der Boy ist gestorben, aber Kollateralschäden passieren. So. Wir haben Cleanse nicht gebraucht. Ne, in so einer Situation wäre natürlich Cleanse pretty geil gewesen. Ich hätte auch das Q blocken können. Ich war mir eigentlich sicher, dass sie flashen wird dafür. Aber, ja. Manchmal passieren Dinge. So. Wir müssen noch unseren Ghost-Büro stellen. Wie gesagt, wir haben Cleanse mal mitgenommen, um einfach zu gucken. Normalerweise stelle ich mir vor, wenn ich Cleanse habe, ist Zoe komplett free over to take. Das heißt, sie kann überhaupt gar nichts machen. Und weil wir gerade relativ gut im Game sind, habe ich mir gedacht, wir gehen nicht auf Tiamat. Normalerweise würde ich sagen, wir gehen auf Tiamat und roam dann einfach, weil sie halt schwer zu töten ist. Aber ich will sie töten, damit wir sie töten. Und ich habe ja auch Cleanse am Start und Kaffee. Sieht auch interessant aus, oder? Das heißt, grundsätzlich ist das schon mal alles nicht verkehrt. Vor allem, wenn der Jungler im Early Game stirbt. Klar, er ist auch gestorben, aber dafür hat er wenigstens 2 Assists. Kriegen die eigentlich immer, sind die erstmal ziemlich raus aus dem Game, muss man sagen. So, sie hat Exos, das warten wir erstmal. Ne? Wir können natürlich jetzt noch ein paar Blades durchwerfen, um die Wave schon mal ein bisschen entgegenzuwirken. Okay, Exos ist raus, das ist nicht schlecht. Das heißt, jetzt pushen wir ein bisschen die Minions, vielleicht gleichzeitig am besten auch immer sie. So ungefähr, ne? Ja. Müssen wir halt ein bisschen auf ihre Bubble aufpassen, weil ich will mein Cleanse nicht für nichts verschwenden. Wird aber wahrscheinlich jetzt der Fall sein. Ja. Ne, aber ich glaube... Oh ja, es passt. Jo, Auto-Tech, sehr gut. So. Da gucken wir mal. Jetzt haben wir even Minions. Ich habe ein bisschen weniger P, aber das ist nicht so schlimm. Wir warten, bis sie ihre Q benutzt, was sie ja die ganze Zeit macht. Weil dann hat sie ihre Q logischerweise nicht mehr. Und dann... Ja, oder will sie nicht? Vielleicht jetzt macht sie die Q. Und jetzt gehen wir gleichzeitig drauf, machen die W. Machen so, Auto-Tech, Auto-Tech, Q, 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 later, Macarena. Sie hat gemacht nichts. Also gelaufen, viel, sehr viel. Aber es war cool. Natürlich kann man es jetzt nicht neutral beurteilen, weil wir pretty big sind. Muss man ehrlicherweise sagen, wir sind pretty big. Ja, wir waren schon 2-0, hatten viel AD. Aber so stelle ich mir das ungefähr vor. Na, wir müssen hier einmal durchpushen, ohne zu sterben. Am besten da, Kane! Das ist pretty... pretty lassen wir das einfach mal. Q
Ich muss auch immer noch mein Poro stellen. Wir gehen jetzt shoppen. Wir lassen die Wave so, wie sie ist. Weil wir bräuchten 2 Ws. Das sind 18 Sekunden. Bis dahin ist sie 20 Mal wieder da. Wir gehen jetzt weiter auf Tiamat. Müssen auch warden, das wäre nicht verkehrt. Na, ist ein bisschen. Clans hat auch gar nicht so viel Cooldown zum Glück, ne? 200, ja, also 210 es geht, ne? Flash hat 300. Ignite hat 180. Und ach so, der krasseste Vorteil ist, wir können auch, also es ist ja. Wir können auch das Ignite wegmachen, ne? Also, es ist quasi nicht nur fürs Clans. Wir können ja noch gucken, wir können den 4 wegmachen. Wir können die Ult, glaube ich, nicht wegmachen. Bei Pyke können wir auch, glaube ich, nicht. Also, es ist nicht Giga in diesem Game, aber es ist okay, glaube ich. Und wenn ich Zoe smash, ist es halt nicht verkehrt, würde ich sagen. Aber wir finden es jetzt raus. Wir haben jetzt Level 6. Wir werden... Sie ist bangable, glaube ich. Ich würde sagen, sie ist very bangable. Die Frage ist, wir haben halt keinen Cleanse. Und ohne Cleanse ist sie, glaube ich, nicht so einfach. Das heißt, wir könnten jetzt schauen, was haben wir so. Top Lane sieht gut aus, weil die pusht super Giga rein. Hier sieht very gut aus, weil ich bin einfach der Lord, der da ist. Ne? Ich bin Lord da, Rios. Habt ihr gecheckt so? Later! Den könnte ich auch nochmal out-attacken. Lord Darius? Lord E? Lord. Nochmal Sprung? Ja, Sprung. Out-attack you. Ganz wichtig. Wir haben es verkackt. Alter! Ah, töte sie bitte! Oh no! Ich hab geintet. Nein, stimmt eher nicht. Ich hab full int ge. Also, ich hab auch meine Q einfach. Das hat einfach zu lange gedauert. Ich habe meine Q in den Mist reingesperrt, in ihre Kacke da reingehauen. Shit. Wenn er sie jetzt tötet, ist das okay. Dann kann ich damit leben. Haben zwar keinen Assist bekommen, aber ich kann damit leben. Scheißendreck, Alter. Dafür kaufen wir einen Pink Ward. So. Wir haben leider auch einen Plate in der Mitte verloren. Haben aber immer noch... Wir müssen Vorteile erkennen. Wir haben immer noch, obwohl wir geromt haben, mehr Farm als Sö. Und... Wir haben nicht Zoe gefeedet. Es ist also nicht mein Problem. Nicht direkt. Stop Spam. Was passiert hier? Zoe geht jetzt, glaube ich, shoppen. Das heißt, wir pushen durch und gucken, dass wir auch ein Plate bekommen. Fre. Können natürlich... Also, ich bin immer so... Wann gehst du roam? Wann gehst du ganken? Wann gehst du dies und das machen? Wann gehst du für Plates? Grundsätzlich kann man natürlich auch ohne Ult roamen. Also, hier zum Beispiel. Es sieht potenziell aus. Vor allem, weil sie Hilfe braucht. Aber am liebsten gehe ich Roam mit Ultimate. Wir haben jetzt gerade keine Ultimate, aber es sieht potenziell aus, als würden die Gegner overtriben. Allerdings haben sie, glaube ich, Ping Nation bekommen. Deswegen wird hier nichts funktionieren, leider. Aber ich habe die Gegner ein bisschen vertrieben, I guess. Mm. Ja, wir haben Ultimate, wir haben Cleanse. Das heißt, wir können für Zoe gehen, allerdings Turbo-Intet er. Er ist halt 0-3. Er hat 5 Assists. Was nicht all bad ist, aber er Turbo-Intet eben. Er sollte ein bisschen defensiver spielen, das wäre nicht verkehrt. Ich will jetzt halt wirklich gerne mal für Zoe gehen. Wir müssen warden. Zack, pushen durch. Na, ich weiß ja nicht, sie, wo ist sie? War sie schon shoppen? Glaub ja, wo ich runtergelaufen bin, ne? Wir könnten natürlich jetzt die Zeit nutzen, wieder Botlane zu roamen. Allerdings geht Ezreal gerade back. Wir können ein bisschen den Tower hitten. Ne, beim Tower hitten immer ganz wichtig, schön hier dran stehen bleiben. Allerdings will ich jetzt nicht die Bubble einsammeln. Wir könnten allerdings Pyke einsammeln. Never mind. Hier ein Warten und ein Poro. Dann haben wir auch mal ein bisschen AD. Jetzt können wir für sie gehen. Allerdings. Ja, ich nehme das. Ich tank das wie ein Mann. Weil. Ich glaube. Ich würde sie gerne lieber ein bisschen bei mir weiterhaben, wenn ich sie engage. Ich will meinen Cleanse da nicht. Ich glaube, wir können einfach den Cleanse-Sprung machen, hätte ich gesagt, oder? Wir machen Flash Q. Ich weiß nicht, ob das klappt. Am besten wäre es ohne Flash. Meint sie. Nutzt es ja auch einfach so. Later, Macarader! Ja, ne, das ist übrigens mit... Ich meine, sie hat Full Int gespielt. Ich meine, okay, man muss halt einfach... Ne, das sieht dann... Ne, ihr denkt euch ja, ne? Man muss halt einfach sehen, was muss beim Gegner raus sein, damit ihr den fighten könnt. Na, wenn sie keine E hat, was sieht... Sie hat ihre E gewastet, literally. Wenn sie die E weg hat, hat sie nichts mehr. Danach ist sie Full Null. Ja, das heißt, habe ich sofort gesehen, ja, volle Möhre drauf. Weg damit. Schön. Sogar ohne Cleanse. Aber das hätten wir natürlich auch mit Cleanse dann gemacht. Aber wir sehen, wir haben auch Schaden. Ich meine, in dem Game, wir sind halt fett, aber wir haben auch Schaden ohne Ignite. Ignite wurde ja eh genervt, aber können wir noch für eins gehen? Ist gefährlich, weil die Wand rot ist. Aber Nocturne ist gerade Top-Lane. Allerdings ist Bot-Lane anscheinend der Pike-Miss. Pike-Roam. Nun gut, dann stellen wir mal eben hier unser Control-Ward. Zack.
Kane ist rot, was ziemlich gut ist. Wir kaufen uns Yomus. Yomus ist sehr gut gegen Zoe, damit man auch mal vielleicht dodgen kann hier und da. Wir kaufen uns den roten Radaranalysierer. Und weiter geht's. Ja, viele fragen ja auch immer, warum warten die Spieler, das ist ja bei jedem, warum warten die nicht auf volles Mana? Erstmal trade ich jetzt zum Beispiel Mana gegen Minions. Das heißt, ich verzichte auf ein bisschen Mana, kriege aber dafür mehr Minions und Gold. Und meistens hat man halt auch so einen gewissen XP, gewissen Mana-Rex, dass man eh das Geld wieder rein, Alter, das Mana wieder reinkriegt, ne, mit der Zeit. Ja, ihr seht, wir sind jetzt fast voll gereckt. Ja, man reckt so ein bisschen über der Zeit. Die Frage kriegt man eigentlich relativ oft sogar. So, Zoe kommt da lang, sie wird hier lang laufen. Wir können sagen, hey, guck mal, sie hat ihr Dings benutzt, leider ist hier alles rot, aber wir können jetzt hier für ein weiteres Plate gehen, weil sie intet. Das ist gut. So, jetzt ist sie hier beschäftigt. Wir könnten jetzt roamen. Botlane roam wäre sehr gut. Dann könnten wir nämlich da nochmal 3 oder 50 Plates holen. Wie wäre es mit 350 Plates? Welcome! Na, schade. Na gut, dann nicht. Das ist jetzt ein Experiment. Uah, nice, geil. Gutes Experiment. Dann ist die Frage, ja. Ja, so ungefähr. Komm schon! Autotech Tiamat. Autotech, irgendwie sowas. Ja, wenn die jetzt beide sterben, dann kann ich damit leben. Weil, erstens hat jetzt der AD Carry Kill bekommen. AD Carries sind immer wichtig, ne? Weil die sonst einfach überhaupt keinen Bock haben zu spielen. Und sie können jetzt hier für die Plates gehen. Und wir haben 3 Leute gekillt für nur mich, oder? Ah, ne, Kane ist gleich auch gestorben. Aber das ist ja, der ist 05. So, was für Schuhe kaufen wir in diesem Game? Ich hätte gesagt, wir gehen Ninja Dabs. Grundsätzlich gehe ich fast immer auf Mercurys, denn ich bin der Meinung, dass im Late Game bin ich, wenn mich eine Fiora angreift, bin ich so oder so tot. Oder wenn mich irgendwie so eine Riven oder sowas angreift, ne, dann interessiert es nicht, ob ich 20 Armor mehr habe oder nicht, oder diesen Effekt. Ne, aber wenn du halt ein bisschen schnell aus dem CC rauskommst, dann kann das halt schon helfen, dass du in die Ultimate kommst. Das hilft schon. Aber hier haben die halt eine Fiora, halt ihre Qs sind ja auch, glaube ich, alles Basic Attacks. Das heißt, die werden auch reduziert, wenn mich nicht alles täuscht. Nocturne macht super viele und wir haben Lucian noch hier. Und so ist auch gerade nicht so krass im Game. Und sogar der Supporter von denen hat AD Damage. Sie hat schon wieder ihre Bubble benutzt. Das heißt, wir können jetzt hier drüber springen, zu ihr springen, Q drücken, Auto-Take W Tiamat. Das ist netter Damage. Ne, man muss nicht immer die Blutung procken. Jetzt hat sie auf jeden Fall mehr Respekt, denke ich mal. Wir könnten jetzt natürlich die Zeit auch wieder nutzen, zur Botlane zu rennen. Machen den Radar an. Das ist natürlich alles gedings. Wir können auch gucken. Wir könnten auch jetzt hier warten. Ne, wir warten jetzt hier. Entweder wir laufen Botlane, wenn jetzt hier was passiert. Oder wir gehen Midlane, wenn sie sich zeigt, ne? Das sind gute Spots. Oder ein Jungler kommt. Das ist einfach eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Man hat einfach viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben alle Farben wiederbekommen. Toplane ist auf jeden Fall viel los. Wir haben keinen Cleanse. Da würde ich mich sehen, allerdings ist das gerade alles schwierig, vor allem auch alles rot. It's all red. Ha! Frrrre! Sehr gut. Na, da musste ich jetzt einfach drauf predikten, dass der Damage einfach ausreicht, um sie wegzuböllern. Ich würde mir gerne den Tau holen, auch wenn die Plates nicht mehr da sind, aber 1000 immer gut. Wir müssen natürlich übelst aufpassen, weil Nocturne am Leben ist. Er könnte mich ulten, das heißt, wir stehen so, dass wir hier rüberspringen können in der Theorie. Na, und dann würde ich versuchen, darüber zu springen. Dann würde man so ein kleines Gap zwischen sich schaffen. Komm schon! Ja! So. Ah! Na, okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet, to be honest. Aber es ist, ja, Flash gegen Ult. Ich glaube, es ist worth. Eigentlich in der Theorie nicht, weil sein Ult 120 hat und mein Flash 300. Aber er ist der fetteste von denen. Und gerade sind die am Verlieren, so hätte ich... ich meine, deren Toplane ist ganz gut, aber overall hätte ich gesagt, verlieren die Gegner. Und die Nocturne-Ult ist wahrscheinlich gerade das beste Tool, um die Gegner wieder ins Game reinzubringen. Und die ist jetzt auf Cooldown. Und die könnte zum Beispiel einen Ezreal töten. Ich denke, das ist worth, weil ich sterbe eh relativ schwierig, weil ich ja... Ich bin halt ein Ninja. Ja, diesmal mit Bloodmoon-Skin. Ich habe mal gedacht, ja, warum nicht? Da haben wir Sö. Ah.
Tja, Nocturne ist unten. Hat keine Ult. Unlucky für ihn. Wir müssen jetzt halt gucken. Ich würde gerne den Tower haben. Wir könnten aber auch gucken, ob wir Fiora helfen. Ne? Er stirbt aber auch einfach ohne Nocturne. Nee, er war dabei irgendwie anscheinend doch. Ja, sie hat Ninja-Dabs gekauft. Wir könnten zur Botlane runterflitzen. Wir könnten aber auch... Jetzt müssen wir halt gucken. Ja, wir flitzen runter, weil Lux wurde gerade gegrabbt. Ich wäre da. Ich wäre about. Wie viel HP? Ja, das ist ziemlich viel. Wir können mal gucken, was passiert so. Ja, es passiert. Dinge passieren. Das war okay. Habe ich selbst nicht mitgerechnet, aber... Pike ist ja ein Aal, ne? Der ist weich. Der ist zwar glitschig, das heißt, du kriegst ihn nicht in die Hände, aber wenn... Dann ist er sehr, 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 sehr weich. So, Draktablade ist da. Die Frage ist, ob mein Team intet. Beziehungsweise, der Typ hat seit 12 Jahren kein Item mehr gebaut, glaube ich. Der ist halt ein bisschen nicht so geil. Lux ist halt auch Lux-Support, kennt man. Und Toplane ist auch hart am Struggle. Leute, ihr müsst nur weniger hinten, dann ist das Game free. Aber die gefährden das Game gerade sehr, 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 sehr. So, ich gehe stay mit Ezreal. Also würde ich ihm sagen, ich weiß nicht, ob das ein guter Plan ist. Ja. Das Problem ist, ich springe jetzt in Lucian rein, aber ist egal. Ich habe Cleanse, ich habe Pots, ich habe eine E. Hier ist eine W. Bruder? Bruder Jakob, Bruder. Wir könnten nochmal so ein Lane-Ding machen, weil die rechnen bestimmt nicht mehr mit mir. Ne, seht ihr? Aber die Frage ist, klappt das? Weiß man nicht. Da ist ein Wort. Ich weiß nicht, ob mich das sieht. Wahrscheinlich klappt das nicht mehr, oder? Nee. Ich muss dem da helfen, weil er feedet. Alter, der muss halt echt... Ich meine, ich bin unterwegs. Komm. Das ist gar nicht so bad, tatsächlich. Die Frage ist, ob das jetzt hier feed ist. Nee, ist gut. Ist fine. Ist welcome. Also, ich hab seinen Rücken. Er turbo-intet halt... Aber ich habe seinen Rücken. Man könnte mich rücken. 200 IQ Kane. Ja, hä? Und was bin ich? Hallo? What about me? Ich meine, ich habe alles gemacht. Er hat nur geturbo-intet. Aber ist okay. Na, ich bin da nicht so. Auto-Attack Q, W. Immer. Das Allerwichtigste ist einfach Auto-Attack Q, Leute. Nicht einfach Q, immer Auto-Attack Q. Also, wenn ihr für Max-Damage gehen wollt. Er geht jetzt für Max Herald. Hier könnten wir für Max Lucian gehen. Wie viel AP hat denn der? Full. Oh, nee. Nee. Gehen wir mal schnell shoppen. Der Kane könnte halt wenigstens die Lane halten, ne? Das wäre, der macht sich halt gerade nicht so richtig nützlich, leider. Leider. So, das Ding haben wir. Kacke. Kackendreck. Ah. So, was ist der Plan? Ich würde sagen, Ezreal, go mid. I go bot now. Na, ich werde jetzt to apply pressure to the bot lane. Das mache ich immer sehr, sehr gerne. Da sehe ich mich generell. Ich würde gerne mal den Ghost Poro stellen. Wieso kann ich den nicht stellen? So. Das heißt, wir gehen bot. Ne, ich bin ja auch viel, viel schneller über die Map. Ein Grund, warum ich bot lane gehe, ist einfach, ich komme immer weg, wenn ich gegankt werde. Ich liebe Split pushen. Ich mache guten Tower Damage. Ich kann jeden im 1-on-1 töten, gerade. Und ich bin sehr schnell beim Team. Ezreal wäre nicht so schnell. Und er wird hier unten nur sterben. Na, in der Mitte ist schnell mal so ein Kane, der zwar Turbo hintet, aber der wäre immerhin in der Nähe. Der Einzige, der mich aufhalten kann, ist Philola. Der da aber auf jeden Fall nicht. Die Frage ist, ob hier... Ist es blind? Ja, genau das. Nämlich, wir hauen nämlich ab. Na, das, jetzt haben wir schon wieder die Ult bekommen. Und das ist diesmal Giga-Wurf, weil wir haben 44 Sekunden nur. Das heißt, ich glaube, wir machen mal den Black Cleaver fertig. Wir haben die Nocturne Ult bekommen, das Tool, damit die Gegner ins Game zurückkommen. Einfach bekommen. Wir haben natürlich jetzt keine Ult, deswegen müssen wir etwas aufpassen. Deswegen ist sie auch so mutig. Mutig, schmutig. So, Black Cleaver. Ja, also, jetzt ist natürlich das Ding, wenn ich Black Cleaver mache, die machen gerade Pressure in der Mitte. Ich glaube, ich muss zum Team, weil ich habe auch gleich wieder Ultimate. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bin immer da, immer nah. Ihre Sparfuchs-Kasse. Geil. Ja, dann können wir nochmal Lucian. Jetzt haben wir auch wieder Ultimate. Dann können wir auch Lucian holen. Ist die Frage, ob wir den Greedstorm machen. Ich glaube, wir machen The Root Greedstorm. Greedstorm! Ha! Ah! 1 AP? Really? Really? 1 AP? Ich meine, wir haben immerhin Flash und Heal bekommen, was worth ist, aber... Oh, man. Oh, man. Er kommt halt mit 1 HP weg. Also, Prozent. 1%.
Wieso kommen mir die Minions so verkackt an? Hat Kane manipuliert wahrscheinlich. Das heißt, wir können ein bisschen Tower Damage machen. Müssen natürlich auf Nocturne aufpassen. Der hat wieder Ult jetzt mittlerweile. Deswegen stellen wir uns schön hier an die Wand. Ich weiß nicht. Ja, lassen wir das. Das vertagen wir. Ja, ausnahmsweise. Alter, doch wieder ich. Aber er Turbo-Intet ja auch. Later! Later! Warum Turbo-Hinten alle Jungler? Warum macht ihr das? Why you make? Wir fragen ihn einfach, warum er macht. Why you make? So, als letztes kaufen wir. Ich glaube, ich kaufe immer. Ich habe mir angewöhnt, Armor-Pen zu kaufen. Einfach, also den Bogen. Man könnte jetzt Ledality kaufen, wenn man da sowas gegen die Ashe oder so spielen würde. Oder. Na, gegen Sylve wäre es okay. Alter, Cleanse habe ich dieses Game noch gar nicht benutzt, oder? Also kaum meine ich. Aber ich glaube, wir kaufen den Bogen, weil, ne, der macht ja jetzt auch einen festen Wert. Beziehungsweise von der gesamten Armor, das meine ich. Nicht mehr nur von der Bonus-Armor. Wir könnten, die könnten jetzt Guys prepare Baron. They come for me soon. Naja, ob das jetzt klappt, werfen wir einfach mal in den Raum. Weiß man nicht. Die sind gerade beim Dragon. Wir gönnen uns den Tower. Da ist Söhe. Zack, eingesammelt. Die sollen, wir müssen jetzt around, die werden jetzt alle von hinten kommen, weil die gerade Dragon gemacht haben. Na, da ist die, da, jetzt Baron. Jetzt ist perfekt. Go for the Baron. Den machen wir noch eben kaputt. Na, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das. Und ich bin ein Ninja. Nein, zu früh geglänzt. Ja. Spring. Ah, ich. Ah, ihr Noobs. Noob. Later. Ich bin ein Ninja. Das war der Tag, an dem wir fast Baron geschafft hätten. Also ich habe 4 Leute 20 Stunden auf der Bot gehalten. Und ihr habt es noch nicht geschafft, ihn zu machen. Ja, Sachomoi. Ja, Wahnsinn. Ne? Deswegen splitte ich. Alter, könnt ihr den mal jetzt beenden? Oh, unser Jungler ist tot. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Alter, ihr habt ja null Damage. Sachomoi. So, wir gehen wieder für den Split auf der Botlane. Also an seiner Stelle übrigens hätte ich den Black Cleaver komplett geskippt, Leute. Black Cleaver ist insane auf Kane, keine Frage. Aber die Gegner stacken, also die haben schon ein bisschen Armor jetzt so, ne, ist es nicht, aber irgendwie, glaube nicht, dass es so dringend ist. Besser wäre, wenn er direkt tanky gegangen wäre. Wenn du so turbo-intest, dann geh einfach tanky. Und wir gehen jetzt hier schön in den Tower. Wir machen jetzt richtig leckeren Damage. Guck dir das an. Brä. Wir könnten auch den Zerstörsturm machen. Und jetzt, komm schon. Speed. Ah, Clip. Und jetzt springen wir hier. Und jetzt sind wir weg. Und jetzt machen wir das. Und jetzt machen wir das. Und dann machen wir das. Und ja, und jetzt gehen wir wieder hin. Na, richtig penetrant, ihr müsst der Penetrateur sein. Richtig penetrant, immer wieder abfacken hier unten. Immer wieder, wenn jetzt der Nocturne kommt, dann bin ich tot. Es kann sein, dass der Pike mich töten will. Aber ich hole den Tower, den hole ich jetzt. Richtig penetrant Split pushen, Leute. Ich glaube, ich würde den gerne töten, aber... Ne, scheiß auf, ich will gar nicht sehen, was da passiert, ist mir völlig egal. Ich mache einfach Fokus Tunnelblick, aber es läuft. Trust hilft anscheinend auch. Einfach Tunnelblick. Okay, und hier, Alter, der Tower Damage, den ich hier mache. Wir wollen aber auch nicht viel. Ja, guck mal, gewonnen. Schön, ne? Richtig, also Cleanse. Ich denke, ich werde es jetzt bei Zoe nochmal probieren. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt sage, so... Cleanse. Das kann ich nicht, aber man kann sagen Cleanse. So. Also, man muss es nochmal testen. Aber es war eine coole Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss.